Willkommen im Kommunikationszentrum des Heinrich-Böll-Gymnasiums im Schulzentrum Ludwigshafen-Mundenheim. Willkommen im Bunker. Der Bunker präsentiert das Neueste aus dem Böll, das Spannendste aus den Klassenzimmern und die besten Gerüchte. Alle wichtigen Themengebiete, die interessantesten Neuigkeiten, 100% kompatibel zu den Interessen der Leser. Der Bunker-Leitartikel. Die Redakteure beschäftigen sich mit den aktuellen Themen und Ereignissen, die die Schüler bewegen. Die Probleme und Gedanken der Jugend werden aus verschiedenen Perspektiven aufgearbeitet. Schulisches, der Hauptteil des Bunkers. Die Redaktion berichtet über alles, was an der Schule passiert. Die aktuellen Termine für Schulfeste, Ausflüge und sonstige Veranstaltungen, des Weiteren Interviews und Reportagen. Welcher Lehrer geht, wer kommt neu an die Schule, wer übernimmt welches Amt. Das Geschehen an der Schule kompakt zusammengefasst. News and Politics. Der News and Politics Bereich im Bunker ist der erste Politikteil einer Zeitung speziell für junge Menschen. Die Redakteure diskutieren die neuesten Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Aktuelle Ereignisse, die neuesten News, verständlich und interessant verpackt. Der Games-Bereich. Der Bunker ist die einzige Schülerzeitung, die sich objektiv und mit Fachwissen mit dem Medium Computer auseinandersetzt. Die besten Games für Computer, Konsole und mobile Geräte. Zusätzlich stellen die Redakteure die neueste Hard- und Software vor. Bunker verbindet. Regelmäßig locken Schulveranstaltungen hunderte Schüler und deren Eltern ins HBG. Die Jugendlichen treffen sich mit dem Bunker zum direkten Kontakt. Die Bunker-Redakteure sind stellvertretend für die Leser und erreichen mit ihnen eine einzigartige Kommunikationsqualität. Der Bunker-Blog ist der Einstieg in alle Bunker-Formate. Der kürzeste Weg zu genau den Themen, die den einzelnen Leser interessieren. Das Neueste und Wichtigste aus allen Bereichen, angeboten in über 100 Online-Artikeln. Und per Comments, E-Mail und Online-Foren diskutiert die Redaktion mit den Lesern, macht ihre Kommentare zum integrierten Bestandteil der Zeitung und der Website. Bunker ist anders. Bunker ist aktiv. Jeder fünfte Leser beteiligt sich übers Internet an der Zeitung. Eine einmalige Positionierung, ein absolutes Novum im Medium der Schülerzeitungen. Jedes Jahr produziert der Bunker diesen kreativen Kreislauf zwischen Leser und Zeitung. Exklusiv und nur im Heinrich-Böll-Gymnasium. Bunker, the Center of Communication.